Hallo und herzlich willkommen zurück. Da haben wir die nächste Aufnahmesession, die nächste Runde Far Cry New Dawn. Mit mir, der Mary und dem Solinex. Hi. Hoffentlich haben wir diesmal alle Ton, Bild, was weiß ich was, Sachen korrekt. Wir lassen uns überraschen. Aber wir werden definitiv nachgucken nach der Folge, ob alles in Ordnung ist. Also hoffentlich ab der nächsten Runde dann wieder alles schick. Hm? Ach, schick siehst du aus. Danke. Ja, ich habe ihn mal wieder umgezogen. Kannst du einmal ganz kurz zeigen, auch bei mir. Finde ich eigentlich echt cool. Ich mag diese Gummistiefeloptik. Ich weiß auch nicht warum. Finde ich cool. Wir sehen uns recht ähnlich. Ah, du hast auch die Gummistiefel. Du hast andere Hose zu den Gummistiefeln. So, wir haben ein paar Elite-Bisons getötet. Haben wir das eigentlich in der letzten Folge auch gemacht? Oder sind wir nur dahin? Nee, das haben wir auf Let's Play gemacht. Okay. Ja, damit wir uns mal eine Waffe leisten. Ja, weil... Darum hier, ne? Vier Stück. Wäre schon cool. Gitarre, Platine. Geil. Nehmen wir alles. So, jetzt können wir uns eine Elite-Waffe... Wir können jetzt so ziemlich alle machen. Und außer die. Oh, ich schätze mal nur eine. Da fehlt Elite-Schwein. Ah. Und die können wir auch nicht. Da fehlt Elite-Puma. Verdammt, das hätte ich gerne. Shit. Machen wir uns später. Müssen wir wieder gucken wegen der schicken Schrot. Stumm, wobei, das ging ja auch. 155 Schaden, 155. Also die Hardcore-Schrotflinte macht natürlich mehr Schaden als die mit dem Schalldämpfer. Ja, aber schon klar. Weiß halt nicht, was Gutes taugt. Also ich fand, bin jetzt mit dem Sturmgewehr eigentlich ganz zufrieden, tatsächlich. Sowas wieder mache. Sturmgewehr leise mit einem Schraubenzieher vorne dran. Auch schön. Hier mit einem Messer. Ich bin am überlegen wegen strahlendes Pink. Bin ich gerade drauf, tatsächlich. Die habe ich auch gerade überlegt. Ja. Und da gibt es ja 3 Sturmgewehr, 2 mit leise. Oh, 4. Hier ist noch eins mit einer Schere dran. Steinschere Papier. Eine Schere Steinpapier. 155 Schaden macht genauso viel wie die andere. Die andere hat allerdings 900 SPM. Also Shots per Minute nehme ich an. Also schießt sie wesentlich die schneller. Die aber auch. Auch 900. Nicht die strahlende Pink. Ach so, die strahlende Pink hat 600. Ja. Guck ich mal, ob die Präzision höher ist. 30 Mag. Hat aber 10 Schuss mehr im Magazin. Kann man das vergleichen? Ah ja, wähle Waffe für Vergleich aus. Wieder. Wähle Waffe. Hat das jetzt geklappt? Wie funktioniert denn das? Also SPM plus 300, Mag minus 10. Ist jetzt hier der Vergleich. Ach, da steht. Okay, steht in kleinen Zahlen dazu. Ja, Reichweite, okay. Ist die 900 SPM tatsächlich auch ein bisschen weiter? Oder das bilde ich mir ein? Ich glaube, das bilde ich mir ein. Die eine hat jedenfalls noch Feuermuni anscheinend, die andere nicht. Auch die mit 900 SPM. Die mit 900 SPM ist so ziemlich überall besser, außer hat ein kleineres Magazin. Und sie ist nicht pink. Geht nicht. Ja, ich glaube, mich interessiert da die Schere Stein Papier Waffe mehr. Die hat auch Flammenmunition, panzerbrechend und normal. Die andere hat nur normal und panzerbrechend. Genau, Feuermunition die hat keins. Nicht. Also strahlendes Pink ist eigentlich in allen Sachen schwächer. Außer cool hat mehr Munition. Ah, dieser Einhorn-Flammenwerfer, ne? Er ist so schwachsinnig, aber er ist so cool. Aber dazu bräuchte ich erst das pinke Outfit, sonst haut das nicht hin. Ah, Sturmgewehr, leises Sturmgewehr, naja. Ich glaube, ich hole mir erstmal die Schnipper. Ja, Schnipper habe ich schon. Dann würde ich mal auf Schere-Stein Papier. Kann ich nicht. Granatwerfer. Verdammt. Ach, die braucht den Puma. Granatwerfer, 700 Schuss. Ah, nehme ich die pinke, komm. Was nimmst du jetzt? Ich nehm die pinke. Was denn? Sturmgewehr. Nimmst du das jetzt? Ja. Okay. Weil ich kein Puma hab. Ist die andere gemacht, aber so. Wie viel Titan habe ich jetzt? Quatsch, links habe ich noch. Kann ich mir noch den Bogen leisten zufällig? Blood Dragon, die Waffe sieht ja mal geil aus. Ich habe jetzt die richtige gemacht. Ich bin irgendwie schon wieder weggescrollt. Nee, habe ich noch. Der Bogen, den kann ich auch machen. Ja, dann. Hat aber relativ wenig Schaden, aber 1050. Was ist das denn? Phosphorwaffe mit Mündungsfeuer und Feuerstoß. Ist die erste Wahl für alle kybernetischen Organismen, die sich den Streitkräften anschließen. Okay, es ist eine halbautomatische Pistole. 1050 Schüsse die Minute. Also, das ist schon schnell.
Planlos? Hier eine Desert Eagle. Cool. Hä? Huh? Set yourself. Die Blood Dragon, okay. Sieht schon geil aus, aber. Ja? Gut so. Not interested. Ich werde mir erstmal die Sniper holen, die du auch schon hast. Die Rohrlänge. Oder hast du die gar kann nicht? Ich mehr. Ich habe eine die, Sniper auf jeden Fall. Die Gorilla will ich mir holen. Welche? Eine Faustwaffe. 106 Schaden. Ich weiß nicht, welche von den Faustwaffen. Blaue Plastikplane ist ein erstaunlich guter Schalldämpfer. Die klingt doch sympathisch. Rotes Tape ist gar nicht so schlecht. Stell dir vor, es wäre eine festliche Dekoration. Ich mag das, dass das Spiel dich wirklich ernst nimmt. Dass es auch noch ein bisschen Humor übrig hat. Hm. Finde ich cool. Ist natürlich die Frage. Die SA-50 Rohrlänge hat ein bisschen weniger Präzision, schießt dafür aber ein bisschen schneller als die Gorilla. Die Gorilla ist ein bisschen präziser dafür. Selbe Prinzip mit der Space Force. Hm. Aber ich glaube, ich würde mir die Gorilla holen. Ich gönn mir jetzt hier einfach mal, was soll's, mal ein paar Elite-Tiere töten. Ich habe jetzt alle Slots voll. Aber es gibt nur einen Raketenwerfer, ne? Einen Raketenwerfer bei Episch gibt's nicht mehr. Vielleicht macht der andere schon so viel. Bam. Natürlich gut sein. Weil 700 Schaden für einen Granatwerfer finde ich jetzt nicht so krass. So, naja, auf jeden Fall vor. Wir wollen jetzt nochmal kurz die Kim ansprechen. Mal schauen, was sie hauptquestmäßig uns zu geben hat. Geben möchte, so. Und dann wollen wir aber wahrscheinlich erstmal bei Nebengedöns bleiben, weil wir jetzt ja schon relativ viel Story machen. Laut Anzeige sind wir bei ca. 60% der Story. Haben also gut über die Hälfte geschafft. Und ja, wir wollen ja nicht alles andere links liegen lassen und die Story jetzt durchwaschen. Mhm. Das war so der Plan. So ganz grob angerissen. Schade. Der Kolben, der legendäre Kolben, wo steht mehr Punk geht nicht, ist schlechter als die Schaufeln. Schaufeln so. Geht nichts über Schaufeln. Muss ich mir eine Schaufel holen, hilft alles nichts. So. Bin ich da auch schon mal auf legendär? So, jetzt bin ich out of Mats. Ja dann, auf geht's. Auch mit Titanen, Lulli. Ja, wir müssen wieder ein bisschen farmen, glaube ich. Was gibt der Bär hier nochmal? Faser, ja, gut, das bin ich nicht. Gut, ich habe hier zumindest ein bisschen andere Waffen. Und wir haben jetzt schon fast 10 Minuten in der Base verbracht. Wir wollten jetzt hier mit dem NPC sprechen, nachdem wir die Hauptquest gemacht haben und wollten danach zu den Schatzsuchen hüpfen. Ja, ein Problem. Dann schauen wir mal, ob wir das noch schaffen. Schön, dass es dir gut geht. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, es wert. Rush ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen, aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Okay, der ja, Thomas Rusch ist verschwunden. Der ist davon gerusht. Liegt wow. Der Rusher tot im Keller, war der Camper wieder schneller, ne? Man kennt's. Was zum? Okay. Okay, die haben wir jetzt erstmal angenommen. Ich schau mal ganz kurz ins Logbuch. Das Logbuch? Was ist denn da? Eine Mission. Okay, wir kriegen nichts angezeigt. Wir müssen ihn, müssen im Logbuch haben wir auch die Expedition. Dann. Ja, ja, da ist alles drin. Eine Mission. Okay. Ging wirklich nichts angezeigt. War auf der Karte nicht. Das ist schlecht, nein. Oh, okay. Wir sollen ihn einfach im County suchen. Wir sollen ihn wirklich suchen. Nicht von wegen, klar, ne, suchen. Augen zwinker, zwinker. Nein. Irgendwo auf der Map wird er sein. Das natürlich nicht so einfach, wie ich erhofft hatte. Wo kann er nur hin sein, der Thomas? Wo ist er hin, der Thomas? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja, wo ist er denn? Thomas, komm mal wieder her hier. Komm mal hier. Nein. Bist du dich einfach angesprochen, Sony? Nein. Gern mir nicht ins Ohr. Entschuldigung. Ich muss noch mal kurz wegen Muni, aber eigentlich... So, meine neue Desert. Ja, doch ein bisschen. Meine neue Schnipper. Oh nein. Kommt zur alten Düngemittelfabrik. Da werdet ihr alle was lernen. Ich habe jetzt keinen Untertitel gehabt. Ich weiß nicht, ob das an mir lag.
Durch die Mangel, Story-Mission. Och, Rush, hat er sich schon wieder von den Zwillis fangen lassen? Was ist denn das für ein Vogel? Tja, ist natürlich schön für ihn, dass er sich hat gefangen genommen. Nehmen, wir haben es lassen. Können wir mal kurz gucken, wo das ist? 2700 Meter in die Richtung. In die Richtung, in die wir jetzt auch wollen. Da war er. Da mitten im Gebüsch, wo wir noch nicht waren. Warte. Komm mit. Ja. Was haben wir denn hier noch von das... Achso, die Bombe. Ja, genau. Ja. Genau, die machen wir jetzt. Deine Schatzsuche. Also, mir fehlt noch eine legendäre Waffe. Eigentlich fehlt mir sowas aus Sturmgewehr. Nicht voll equipped. Brauchen wir noch die Handwaffe. Also die Nahkampfwaffe. Die Desert Eagle. Ja, die habe ich auch, die kleine. Ich habe hier so ein kleines QQ. Aber ich meine noch die Nahkampfwaffe. Wir packen den Transport. Töte keine unschuldigen Zivilisten. Kann sein, dass die Geisel erschossen hat? Ist keiner drin? Zum Gegner? Ne. Den umgebracht, bevor er... Ich hab keine Ahnung, da war keiner drin. Da ist noch einer. Ist er rausgefallen? Die werden uns nie wieder in Ruhe lassen. Keine Ahnung. Haben wir ihn rausgeschossen? Und der ist auf jeden Fall am Teabaggen. Was? Der Teabaggt uns? Oh, viel Fraß. Ja, viel Fraß tot. Hey, wir sind jetzt voll krass ausgerüstet, ja? Die können uns gar nichts. Voll an die Waldfee. Mit super duper Überequipment, voll die Elite-Babos. So, wir müssen. Warte. Ja, ich komme nicht zurückgerollt. Ich es hasse, Zeug durch einen Fluss zu tragen. Und ich habe noch mindestens 3 Touren vor mir. Scheiße. Dann muss ich das alles noch über diese dumme Brücke schleppen, diesen dummen Hügel runter und die dummen Wölfe und Bären überleben. Es ist alles so furchtbar. Oh, ich nehme hier was ab. No. Was war das? Julian. Die haben erstmal ausgejault da oben. Ich glaube, das Feuer brennt wieder da oben, ne? Mal gut gemacht. Ja, kein Problem. Hier ist ein Schlüssel. Aua. Schlüssel zum Versteck am Fluss. Wird aufgesammelt, lag hier. Weil immer das von durch den Fluss. I don't know. Muss hier irgendwo sein, schätzungsweise. Was eine Brücke? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir das ja sogar tatsächlich für die Schatzjagd. Ist das die Schatzjagd? Guck mal, die Schatzjagd ist auch unter uns. Ich nehme mal an. Das ist die Schatzjagd. Okay. Hier ist eine Hülle. Oh, war. Da oben. Hm. Angeschoben. Gut. Einen toten Wolf, no. Tagebuchseite. Endlich, der letzte Tag. Dann habe ich meinen ganzen Kram beim neuen Versteck plus abwärts. Was für eine Erleichterung. Ich bin so froh, dass ich die Lagerstelle angelegt habe, um mich auf dem Weg auszuruhen. Außerdem habe ich Fahnen aufgestellt und die Orte zur Markierung, auf dem wir die Tiere mein Lager verwüstet haben und ich mich verlaufen hatte. Uff. Aber ich habe es fast geschafft, eine letzte Ladung, die ich noch transportieren muss. Klingeling macht den Schlüssel, ich kann es kaum erwarten. Alter, habe ich mich gerade verjagt. Okay, Schatzsuche flussabwärts. Ich nehme mal an, das bedeutet... Der liegt schon länger hier, ist schon mit dem Stein verwachsen. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, es kann passieren. Aber diese wachsenden Steine... Alter, Ruhe da drüben. Ist noch was? Ein Bärchen. Hallo Bärchen. Hopp, hopp, hopp. Aua. Mimis. Hallo. Bär tot. Alter, mach doch mal nicht so einen Krach hier. Muss ich ihn leider looten gehen. Schade. Also flussabwärts sollen wir auf jeden Fall. Wo ist denn oben und wo ist unten? Wasser müsste flussabwärts fließen, rein theoretisch. Aber ja, es fließt wahrscheinlich nicht. Das hier ist die Quelle, glaube ich. Dann müssen wir hier runter.
die Richtung. Richtung Westen. Hätte ich auch getippt. Nee, die gönnen uns. Nein. Wir sind ja die Falschen. Man weiß ja nie. Hi, Jungs. Moin. Oh, hier sind wir ein Bär. Ich bin leider gerade auf der anderen Seite, sorry. Wie hast du das nicht... Bist du blöd? Entschuldigung. Ich meine nicht. Weil der NPC hier wurde einmal angekratzt, quasi. Also fast tot, entschnitten, oder? Ja, fast. Es steht wieder auf. Na ja, moin. Und statt dass er sich wehrt, bleibt er davor stehen, wird einmal gebatzt und dann war's das. Ach guck mal, das war das, wo ich mal gesagt habe, siehst du auf der anderen Straßenseite ist was. Und hier haben wir einen. Wer war's denn? Hank? Irgendwie mussten wir hier verfolgen. Oh, Molotov von vorne. Oder liegt ein Verbündeter? Okay, Panzer bricht nur Munition. Warte. Warte mal. Ah, ich hätte gerne den Typen da noch gerettet. Ich seh dich da hinten. Komm mal her, hier. Okay, Panzer bricht nur Munition, gefällt mir schon mal ganz gut. Okay, dass er jetzt alles einmal durchgeht, wenn ich einfach nur einmal wechseln möchte, ist ein bisschen. Ah ja. Nein, unser Händlertyp. Händlertyp ist dead. Wollte ihn noch retten, aber es ging nicht mehr. Im Suchgebiet. Die Hütte da? Wahrscheinlich nicht, nee. Hier? Das sah verdächtig aus. Ah ja, was zum Lesen. Ach, leck mich doch alle kreuzweise. Sind hier auch noch Highlander im Wichser aufgetaucht. Was denn noch? Ich glaube, ich nehme einfach die Beine in die Hand. Ich renne zum Wasserfall. Und dann irgendwie Felsen runter. Mein neues Versteck ist dann nicht mehr allzu weit. Wenn ich es bis dahin schaffe, bin ich in Sicherheit. Und ich habe genug Zeit gehortet, um eine Ewigkeit in dieser Höhle zu verstecken. Zork. Richtung Wasserfall. Zeug. Zork. Was für eine Zork hat er gehortet? Volles Zork. Hier ist der Wasserfall. Ich glaube, das ist eine Höhle unter dem Wasserfall. Oh. Hui. Wie originell. Hab man noch nie gesehen. Verrückt, dass hinter jedem Wasserfall immer eine Höhle existiert. Ja, ist doch keine. Außer dem, wo man denkt, dass es so ist. Nein, ist nicht viel. Wenn ihr auch gesagt, da. Ich hänge fest. Ah, nein, nicht auf mich zu heilen. Wasserfall, Felsen. Ja, das war schon fast da. Oder vielleicht der Wasserfall in die Richtung. Ich glaube, der muss auch noch rein. Wir kamen von hier. Ich würde mich wundern, wenn das so lange gedauert hat. Mal er ja sein Camp auf dem halben Wege aufgeschlagen hat. Die Quest wird da oben angezeigt. Das ist die Frage, ob uns die Quest akkurat anzeigt, wo wir suchen sollen. Ich würde mal ein Stück runtergehen. Okay. Ich laufe mal Richtung der Anzeige. Jetzt kommt der nächste Wasserfall. Wenn du das findest, sag Bescheid. Ja. Wo? Ich glaube, ich werde einfach nur Richtung Ursprungsort geführt. Ich fährt sich zu weit von meinem Partner. Oh. Aber ich bin im Suchgebiet. Ich bin auch im Suchgebiet, aber hier ist was zum Gucken. Hier ist eine Höhle. Ach, da waren wir. Okay, na, wer meint. Und da kamen wir ja. Ja. Zeig den alten Ort machen. Ich komm zu dir. Okay. Ich darf keinen Schritt weiter gehen. Ah, hier den Baum verfangen, Hilfe. Wenn ich einen Schritt weiter kann. Ach, das Spiel ist grafisch einfach schick. Ich werde einfach in jeder Folge sagen. Aus Prinzip. Finde ich gut. Auch wenn es sich offenbar langsam ein bisschen Richtung Ende neigt. Ganz bisschen. Noch mal was zu tun. Ja, das sowieso. Wenn man auf die Map guckt, genug zu tun. Wir müssen Rushi mal wieder retten. Ist nur schade, dass Mary davon halt kaum was hat, ne? Also wenn ich hier jetzt die ganzen Sachen auf der Karte abklappe, dann muss ich eigentlich nicht mehr mitkommen.
Das bringt ja auch nichts. Hab eine Höhle gefunden. Hab's gefunden. Du hast gefunden? Hab's gefunden. Okay. Sehr episch. Danke. Hat sie's drauf oder hat sie's drauf? Einmal Hashtag Mailom in die Kommentare. Ich warne euch. Okay, was zum Anhören? Ich liebe diese neue Höhle. Hübsch und abgelegen. Ich glaube, hier kann ich genug für einen zweiten Kollaps lagern. Wer braucht schon ein baufälliges Haus, wenn es überall perfekte Höhlen gibt? Ich bin ein Visionär. Hast du gut gemacht. Er hat sogar irgendwo eine Metalltür aufgetrieben. Hat er gut gemacht. Ich sag's jetzt auch nicht zu doll, aber ich lerne jetzt mal Jähzorn, ne? Das ist eine neue Superfähigkeit. Oh, das Dynamit. Schade, kann ich hier mitnehmen. Mit der ich mich schneller bewegen kann und meinen Nahkampfschaden erhöht. Drück mal Z. Weg ist er. Das ist schön. Bewege ich mich wirklich schneller? Ich komme mir nicht schneller vor. Du qualmst wieder aus dem Popo. Okay. Alles klar, wir sind aber auch bei 21 Minuten. Was ist oben los? Nix, glaube ich. Alles gut. Ein Tanker! Warte! Nein, nein, nicht Ethanol. Mach nicht wieder kaputt. Ich habe nur auf die Reifen geschossen, alles gut. Der Wagen hat angehalten. Er steigt aus, aber der Wagen kann. Okay. Ich muss ihn reparieren, schnell. Zieh den Brenner, Junge. Aber nein, wir werden es nicht schaffen. Erinnere dich an die letzten Male. Alles wird gut, wir müssen ihn nur zu einem Außenposten fahren. Alles klar. Was soll passieren? Was soll passieren? Ich halte mich immer raus, oder? Okay, der Weg wird angezeigt vom Außenposten. Das ist hinter uns, der Weg. Ja, okay. Kein Problem. Wenn ich so, dass einer freiwillig in uns reinfahren würde. Es gibt ein Achievement, wenn man das schafft. Allerdings ist das Ding so empfindlich, dass selbst ein Pfeil, man hat es ja in der Folge gesehen, ein Kollaps war sonst halt der Folge. Hat das nicht. Das war unser letzter geheimer Versuch. Nein, einer hinter uns. Entschuldigung. Ich war Leute drüber gefahren. Ja, Pech gut. Halt auf! War einfach weiter, oder? Wir haben einen Platten. Nein! Ich muss den Wagen reparieren. Ich muss den Wagen reparieren. Ich muss ja reparieren. Geh sie töten. Bin zuerst. Da ist noch einer. Nein! Picken! Das geht nicht! Ja. Sobald den auch nur einer einmal anguckt, explodiert das Ding. Kann ich nicht resten. Warte mal kurz. Das ist so ficke dich gemacht. Tja, und mit dieser tollen Szene würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Du findest mich, hä? Zieh die Schaufel und dann finde ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.